Der Elbe-Radweg bei Alt-Kaditz zwischen Dresden und Radebeul. Zwischen Fahrradtouristen und Berufspendlern eine Gruppe Läufer, der Großteil in Shirts mit dem Logo der Elbland-Kliniken. Der sportliche Anspruch der Läufergruppe des Elbland-Klinikum Radebeul ist nicht zu verkennen. Es steckt noch mehr dahinter. Also wir selber sind beide ambitionierte Läufer und haben gedacht, Mensch, warum nicht mit in die Klinik nehmen? Haben gesagt, dass wir in einen guten Austausch kommen, dass wir quasi interdisziplinär, berufsgruppenübergreifend in den Kontakt kommen. Auch in der Freizeit, wie gesagt, näher zusammenrutschen und dadurch einfach ein angenehmeres Arbeitsfeld haben. Aber ja, genau. Also die Kollegen, die dauerhaft mit da sind, die wir dazugewinnen konnten, die finden das super, die sind immer dabei. Die finden, glaube ich, auch gut, dass wir das einfach jeden Donnerstag das ganze Jahr über stattfinden lassen. Ja. Gemeinsam in der Gruppe laufen ist schon etwas anderes als einsam und allein vor sich hin trotten. Bevor es losgeht, gehört natürlich ein gutes Aufwärmtraining mit dazu und das macht in der Gruppe mehr Spaß. Gesundheit steht im Fokus. Grundsätzlich hält Laufen natürlich einfach fit. Das kann man zu Gewichtsreduktionen einsetzen zum einen, aber so für die grundsätzliche kardiologische Fitness ist das natürlich einfach gewinnbringend. So laufen wir auch, das ist uns wichtig. Ja, also das kann schon mal intensiver sein, aber eigentlich machen wir ja Cardio-Sport. Wir wärmen uns gut auf irgendwie, wir machen gutes Cooldown am Ende des Laufes. Irgendwie ein Radler gehört auch immer noch mit dazu. Aber wir wollen natürlich fit bleiben, das ist so vorrangig das Ziel. Genau. Und nicht zu vergessen, es hebt die Stimmung ungemein. Also spätestens nach dem Lauf, wenn man es geschafft hat, also wir erleben auch immer wieder Neuzukömmlinge, die erst sagen, oh, das ist ja mega weit und das schaffe ich nicht. Und dann danach ist ein breites Lächeln im Gesicht und wir sind alle sehr happy. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir quasi wieder Leute dafür begeistern können. Ja. Lässiges Laufen entlang der Elbe und das regelmäßig und auf die Leistungen des Einzelnen abgestimmt. Mitmachen darf natürlich jeder, also wie gesagt von der Laufprofi. Vom Laufprofi bis zum blutigen Anfänger. Genau, ja. Und wir treffen uns jeden Donnerstag bei Wind und Wetter, also wirklich bei jedem Wetter. Ja. Ja, und jeden Donnerstag in Alt-Kaditz an der Kirche. Ja, genau. Also an der Kirche ist ein Parkplatz und dann kann man, wie gesagt, sich gut stellen. 19 Uhr ist eigentlich immer Start. Genau. Um bei der Laufgruppe des Elbland-Klinikums Radebeul dabei zu sein, muss man im Übrigen kein Mitarbeiter der Kliniken sein. Das Angebot, sportliche Aktivitäten und eigene Fitness zu fördern, geht an jedermann. Die Läufer des Elbland-Klinikums Radebeul freuen sich über jeden neuen Sportfreund.